zwei Landesmeisterschaften am Tischtennis 0-0 zwischen Erik Loth und Luka Mladenovic. Da habe ich vom Erik. Ja, für den Erik Loth natürlich nur eine komplette Umstellung. Am Vergleich muss er sich probiert, das Spiel zu brechen mit seinem Anti, dem ich unberechenbar. Den Luka hat probiert, direkt ein bisschen wie aggressiv zu agieren, weil wir von der Feder gesagt haben, keine beiden Spieler sich ganz. Ja, ich denke, dass sie sich auch darauf vorbereitet hat. Und wie ich noch gesagt habe, dass sie heute direkt probiert, immer in die Offensiv zu kommen. Und dann. So, ganz gut. Leitheimer 2-4. Aber wie ich gesagt habe, heute auch um den Avantage. Er kann den aber nicht noch. Ich denke mal, von dessen mehr wie Enkel gewesen. Und auch heute, so gut, wenn er der Defensiv ist, dass er immer nach dem zurückkommen an den Punkt machen. Schöne Luft für Ball heute von Erik. Aber du zu weit vom Dischewäsch an der Lücke. Den Erik Loh beim Abschlag hat dann auch aber einen Avantage führen lassen. Erik mit einem guten Abschlag. Oh, hier einen glücklichen Ball vom. Scheinen direkte Flügel. Hier kann sich nicht drauf verlassen, für viele Punkte mit seinem defensiven Spiel zu machen. Er muss wirklich den Ball und Druck auszuüben, für den Erik nicht sein Spiel kommen zu lassen. Also Loh rimmert offensiv. Hier in Krit hat bis Loh ganz gut umgesagt. Warum? Das geht mit der Rekord. Da kann sowohl Rekord wie Tian zugreifen, und dem sie eben seinen Racket drehen, dann an sein sozusagen normale Belächelt und tut nichts zu verlieren an den Druck aus beim Tazigonringer, das weil ein Titel will sichern. So, beide Männer sind wir im zweiten Satz. Jayat, ne, das ist wahrscheinlich die Instruktion noch von seinem Coach gewischt. Passt ob der Luka den aggressiv. Ja, das ist schwer, den Erik. In diesem Fall relativ kurz, könnt den Erik nicht viel Druck machen und dann, sobald den Erik ein Kavilograte Ball. Wenn wir nur insgesamt Punkte verdelen und gucken, das ist 15-5. Bei einer anderen Lesung zu fangen. Ja, heute schauen wir mal den langen Abschlag. Ja, das könnte aber vielleicht eine Variante sein. Ne? Vielleicht mehr mit den langen Abschlägen und Lukas den Rekord zu agieren und dann Dino selber aktiv zu gehen. Ja, der Problem ist mit den kurzen oder respektive einen guten Ball umzuziehen. Ja, auch eine ganz gute Platzierung spielt auf den Rückschlag. Das ist so, und der Luka den jetzt. Ja, du hast den vollen Effekt gesehen vom Anti. Erik am Anfang gut gegangen und der Ball springt ganz, ganz kurz auf. Und Erik hat auch kein schwer auch für als Zuschauer zu verstehen, die selber kein Tischtennis spielen, was für einen Effekt. Die Zuschauer, die selber Tischtennis spielen, was ein ganz freiwerte sind, die wissen, wie frustrierend es kann sein, wegen 7-8 zu spielen. Das. Ja, bei den Damen muss man. Es wäre auch wichtig, für eine 2-0 Hand zu kommen. Ein 2-0 Rückstand haben drin zu laufen, ist dann doch schon schwierig als Wenger Final. Ja, ich denke, aus psychologischer Sicht, dass es einfach. Den Erik an Österreich, den Luka an Deutschland, alle beide an der höchsten Spielklasse. Du wärst ihn mir schon Double Herren schon gestern gespielt tun. Wo hat ein bisschen glücklicher Ball und den Erik aber ganz gut agiert. 10-8, 2 Satzball für den Erik. Ja, hat er nicht gedacht am Anfang vom Satz, nicht schon mal Punkt für Punkt rumgekämpft. Und ja. Aslum Jofens. Ein ganzer Feier, aber für die Tausendseiterin, für Denisa Zagitikovic, haben wir ein Timeout. Die Gunringer bei 6. Wir haben dabei beim Satzball von Erik, den hört den nächsten Satzball im Schnitt konnte verwerten. Zingning. Und nur starken Punkt steigert. Dafür profitieren, für direkt mal am Anti dran zu gehen, weil Erik kein Mensch geht. Heute. Erstaunlich, Denisa Zadikovic konnte sich am zweiten Satz mit 11-7 durchsetzen und da steht es nur 1. Denn Luka gegen den Erik steht es nur 11-11 gleich. Ein ganz wichtiger Satz hat heute an der Runde. Denn Luka, die möchte halt immens gut im Moment, muss ich so, ne, dass sie wirklich. Erik kennt nicht dazu, für die Einfachpunkte zu machen. Er kriegt wenig Gelegenheit, er muss Ball umzählen, wo er nicht ideal steht. Ja, wobei bei Erik Loth ein bisschen den Eindruck wird, er weiß nicht richtig, was er mit seinem Abschlag soll aufhängen. Er möchte oft eine halbe Flanke abschlägen, wie der Luka. Da war dann so ein Ball, wo der. Ja, Abschlag so halbe Flanke, ja, wo den Luka nicht direkt kontra Bug greifen. Und da war dann Erik da. Er möchte auch den dritten Punkt machen. Ja, und er möchte da hat.
Voilà, sind wir zurück bei den Herren. Du hast den dritten Satz just lanciert. Und dafür praktisch Anweisungen nicht gesehen von den respektiven Coachen. Ob hei, Ich Bundesliga spielt in Deutschland warten das stärkste Niveau hier in Europa aus von Mainz. Und Luca gesagt schon, dass er das Spiel an vier Hand lo. Und probiert dann Erik den Luca dazu zu zwingen, du mit der vier Hand Apps zu machen und da selber. Also ein Spiel. Seid ihr nur Erik den Spiel an die Hand hält und der Luca immer managieren lässt und dann natürlich auch der Luca zu sich hinterher. Ja, und das ist genau an dem Spiel, wo in der nächsten Satz die gut Pferdspruch steht, für da rauszukommen, für nicht an die spielen. Und eine lange Variante an Vierhand, das war aber sei, nicht gelungen. Luca gut agiert, ob den du abschlägst. So. Aber mir ging das nicht hinkend, und den Erik da Chance kriegt, für da einen relativ einfachen Ball umzuzählen. Immer ein bisschen an der Schwierigkeit, dass ob der Ball kann und zählt, ob nicht kann und zählt. Und da kennt oft für den Erik den Ball zurück, den sich am Anfang erwartet, für ihn dann direkt kann aktiver sein. Mit 2-1 für Tassi. Ein schöner Ballwechsel, bringt den Erik, den aber gut agiert. Direkt parallel zu agieren, das möchte die ganz gut, wie schnell die Rakete dreht. Das ist schon impressionant. Ne? Ja, Maika probiert mit der Rekantur. Fünf Satzball. Den ersten soll es aber nicht sehen. Schaffen, bis mit Vierhand anzusetzen. Ja. Ich denke, dass der Luca muss probieren, mehr wie am ersten Satz zu Vierhand zu kommen und auch noch mehr do Risiko muss gehen, für direkt auf den Punkt zu kommen. Wo ihr könnt mal Timeout hören, für den Satz hier oben anzubringen. Das kann der Luca beim Abschlag an Vierhand. Ja, sicherlich. Also, den bei Vier gewonnen Satz, also noch ein langes Start. Ja, rem direkt an Vierhand zurückgelöscht, ja. Und das ist auch dann der Schlüssel zum Erfolg. Ich meine, das hat den Erik Orlo. Erik gelohnt mit 2-4 gegen den Luka Malinovic. Ja, schöne Punkt hier. Erik. Ja, geht los, die Variante mit den. Umgedreht, wie du gerade abschlägst an Trick und dann direkt an Vierhand. Ja, das du hast etwa das passive Agier, ob die Kurzball an Vierhand und dann gerade Erik da, für den noch Druck zu machen. Ja, feine Ball, ja, so, gehen wir kurz rüber, hi bei Dammen. Du hast nämlich gerade ganz interessant an diesem Pferd. Ewischte Satz. Ja. 2-2 und 3-1, das war ein Riesenunterschied. Ja, ich habe einen guten, aggressiven Rückhandball, Ning gleich. Ich ging auch meinen Satz, die kein bei den Herren. Ning 6, Erik Loth. Ja. Sag mir doch, macht sie im Anti. Ich spürte den Druck, das mir gedehnt an, und geht mir Risiko mit die Bälle, und da kommen natürlich auch die Fehler. Ja, und das war gut präpariert von Erik, und dann schon dann, dass der an Ecke rumkommt. Loas hat dann Timeout, auch bei den Damen. Ja, Timeout. Ja, bei den Herren. Und Erik. Natürlich, da gehen sie gut. Ein einfacher Fehler von Luca. Schöne Platzierung. Ja, ach du, viel Risiko. Tief gehen. Ja. Ich meine, es war einfach richtig, für heute nur mal einen Tracker zu drehen und einen Batterie noch umzugreifen. Probiert nur Lore, möchte natürlich nur die. Ja, auch du, der Luca mischt du den Fehler dann.
Oh, schöne Punkte, schöne Lauf, du Trickball. Nur gehen. Ja, fünf Finish. Neu konzentrieren. Viel Fehler auf dem zweiten Top. Ne? Das, Genau der ist, du hast Kassi Gonnering an links 6-4. Einmal spektakuläre Ballwechsel bei den Herren. Einmal Tischtennis vom Feinsten. Macht den besseren Hand für den Erik, den im Landsteiger wird. 7er Binde schon. Hallo, alle noch Stütze in das Match. Der Punkt. Wir sind bei den Herren, wir sind bei den Bänden schon. Heike, ich hab's Geburt wieder gesehen. Und den Luca hat manchmal aufgewehrt. Hoffen wir, dass wir vielleicht noch ein bisschen profitieren können. Und der Hummer, Landesmeister. Erik Loth, Landesmeister, feiert den Landesmeistertitel mit Feierabend gegen den Luca Mladenovic.